Es ist schon auch so ein bisschen ein deutsches Phänomen, jetzt, wenn man das heute ja. in Europa betrachtet oder in Nordeuropa betrachtet, ist es vielleicht so ein bisschen ein deutsches Phänomen, dass man dann eigentlich zu stark einfach auf populäre Musik abstellt, die meisten Clubs. Ne? Und das ist dann ein Überlebensprinzip. Und das ist halt hier stärker ausgeprägt als jetzt in da, wo die guten Beispiele sind, Skandinavien oder Frankreich oder Belgien oder Holland zum Teil, in Polen und so weiter, wo wirklich eigentlich aktuelle Musik einen Status hat wie hier, sag ich mal, das freie Theater. Also hier hast du institutionelles Theater und freies Theater, und das würde niemand in Frage stellen, dass die Förderung und die Subventionierung oder Finanzierung von freiem Theater kein öffentliches Interesse ist oder kein gemeinsames Interesse ist. Und bei der Musik funktioniert das irgendwie nicht. In Deutschland nicht, auch in anderen Ländern nicht, aber jetzt im europäischen Raum gesehen ist das wirklich eine eigenartige Position. Ja, ich weiß nicht, also irgendwie bin ich sowieso ein bisschen besorgt. Also einfach was die Hörkultur anbelangt, denke ich, dass das insgesamt auf einem absteigenden Ast ist. Gell? Weil wir in meiner Jugend hat irgendwie jeder, der ein bisschen was von Musik, sich von der Musik hingezogen gefühlt hat, hat eine Stereoanlage gehabt. Ja. Eine kleine Stereoanlage, ein paar hundert Mark, das weiß ich. Ja. Aber die haben einen guten Klangraum gemacht. Gell? Und darunter ging es ja schon gar nicht. Also, ja. So, und das war schon nicht unwesentlich. Heute hast du irgendwie diese Smartphones und die In-Ears und diese kleinen Lautsprecher oder so. Da ist ja eigentlich schon das reicht, ist ja schon ein Ausdruck davon, dass eigentlich eine Hörkultur ein bisschen verloren gegangen ist. Ja, man hätte nicht gedacht, dass das Ganze wieder auf den Sound von so ganz uralten Klapperradios runter reduziert wird. Ja, also ja. Die in der Wohnung meiner Eltern, so bin ich nämlich auch aufgewachsen, da liefen immer, in jedem Raum lief ein Radio. Ja. Und zwar mit einem anderen Sender meistens. Ja. Das heißt also, wenn ich von der Küche ins Bad gegangen bin, bin ich quasi, hatte ich so eine DJ-mäßige Überblendung von einem Sender in den anderen. Ja. Und im Bad war so eine Tröte, da hat man also nur Sound gehört, so. Und in der Küche, da waren dann so ein bisschen mehr tiefe Frequenzen. Im Wohnzimmer war eine richtige Stereoanlage. Ja. Ja. Und dann in meinem Zimmer war nochmal was anderes. Genau. Und wenn man sich in den Flur gestellt hat, dann hat man die ganzen Quellen gleichzeitig gehört. Ja. Aber die meisten Radios waren eben eher so, hatten so diesen mittleren Frequenzgang. Ja. Das war so, und dann dachte ich so, es kann ja nur so sein, dass die Sachen immer breiter werden, immer größer, immer perfekter, dass man irgendwann vielleicht gar keine Lautsprecher mehr in dem Sinne im Raum hat, sondern der Klang ist irgendwie im Raum drin. Ja. Und es gibt auch schon Leute, die damit rumexperimentieren, solche Übertrager herzustellen, die nicht mehr den Schall so ausströmen, wie das eine Box macht, nämlich ziemlich zielgerichtet noch, sondern wie zum Beispiel menschliche Stimme, die ja gleichzeitig also in alle Richtungen geht und dann noch ein bisschen Resonanz im Kopf und so weiter. Und so da arbeiten die gerade dran. So, aber dann plötzlich geht die ganze Bewegung wieder runter und auch die Klangqualität, also weil das meiste alles über MP3s oder irgendwie komprimiert abläuft, geht wieder runter. Das ist interessant, ne? Das ist quasi total bergab, diese ganze Hi-Fi-Idee, die ist ja völlig... Mich hat das früher schon irritiert, weißt du, weil wenn du jetzt für ein gutes Paar Boxen in der Produktion irgendwie abmischt, dann heißt es noch nicht, dass sie sich auf dem Küchenradio durchsetzt. Ich hatte früher, also diese ganzen Typen, oder der Ghetto Blaster oder das Autoradio, oder diese ganze Typologisierung, hat mich eigentlich ein bisschen wahnsinnig gemacht. Ich habe früher wirklich eigentlich so mehrere Abhörsysteme gehabt und habe dann immer verglichen, wo funktioniert was und sowas. Aber das war ja eigentlich auch schon einfach, weil man nicht erwarten konnte, dass das üblicherweise mit dem der vernünftigen Klangraum eine Aufnahme angehört wird. Ja, das stimmt. Ja, ja. Und
So Autoradio, wo du das gerade sagst. Also ich habe eigentlich Hörspiel in zwei Momenten für mich entdeckt. Also ich habe sowieso immer Hörspiele gehört, aber ich sag mal, ab dem Moment habe ich sie studiert. Mhm. Und dann auch 2001 oder 2000 habe ich mein erstes Hörspiel gemacht. Und das ist wirklich so jetzt mein zweites Standbein eigentlich, weil ich das Medium auch total faszinierend finde. Mhm. Das eine ist auf der Autobahn. Als ich noch Auto gefahren bin, war sehr schlechter Autofahrer übrigens, ich habe ganz viel Aufbauunfälle gemacht. Auf der Autobahn habe ich immer Radio laufen lassen und gerade so auf Deutschlandradio so kann man ja auch schon mal längere Strecken durchhören, ohne dass es nervt. Und da habe ich dann teilweise fantastische Hörspiele gehört. Das war überhaupt immer das Tollste in der Zeit, wo ich zum Beispiel in Holland war und da hatte ich so ein Stipendium. Dann musste ich dann manchmal diese ganze Strecke zurückfahren. Ich bin dann extra langsamer gefahren, weil ich dieses ganze Hörspiel noch zu Ende hören wollte. Ich bin dann immer langsamer gefahren. Irgendwann, weiß ich, Minimum muss man 60 fahren. Ich bin vielleicht so 70 gefahren oder sowas. Das war das eine. Also eigentlich Radio richtig entdecken im Auto. Und auch diese langweilige Straße, die Augen komplett entspannt. Und man kann sich wahnsinnig gut dann auf das Hören konzentrieren. Das zweite war, als ich einmal einen 5-minütigen Zeichentrickfilm habe ich auch mal gemacht. Also weil ich bin ja ursprünglich ausgebildeter Zeichner eigentlich. Und ich habe ursprünglich mal Zeichnen und Illustration studiert. Ich wollte mal so Comic-Zeichner werden. Und da habe ich einen Zeichentrickfilm gemacht zusammen mit Mariola Brylowska. Der war 5 Minuten lang, aber ich habe ein Jahr lang dran gezeichnet. Und in der Zeit habe ich mir immer in der Bibliothek diese Klett-Cotta Kassettenveröffentlichungen von irgendwelchen preisgekrönten Hörspielen ausgegeben. Aber ohne Ende, also wahnsinnig viel. Ich habe quasi ein ganzes Hörspielstudium gemacht, während ich diese Trickfilmphasen gezeichnet habe. So. Ja, wow. Ich hätte mal ein Radiocomic produziert, gell? Also so ein, ein Hörcomic. Auf dem Kassettengerät produziert, haben wir beim ORF dann irgendwie reingekriegt, hatte 13 Folgen oder so. Im Kunstradio, oder? Ja, ja. Das war, glaube ich, so die erste home-produced Tonqualität, die überhaupt im ORF gelaufen ist oder so. Das ist ja super. Wie hieß das? Was war das? Weil, das war so ein bisschen angelehnt an Jackie Lemmon. So von der Figur her ist Chucky Zitrone. Chucky Zitrone ist das. Ja. Und das war eine geradlinige Handlung, oder? Nee, so halbwegs geradlinig. Also wir hatten wirklich, ich hatte einen Kollegen, der eigentlich so Sätze geschrieben hat und wir haben mit den Sätzen dann einfach rumgespielt mit Kontext, Kontext und mit Stimmverfremdungen und so, bis es irgendwie so kleine interessante Situationen gegeben hat und haben die dann zusammengesetzt und so. Ja, es hatte schon so, der Spur nach hat es eine Story. Und dann war jede Folge so eine 15 Minuten oder eher so eine Stunde? Nee, jetzt war nicht halt so lang, vielleicht so 15 Minuten, ja. Und was war der Comic-Charakter daran? Also die Figur oder wie die Figuren sich bewegt haben oder benommen haben? Oder hat man die sprechbar, hat man diese Soundeffekte? Es waren alle Stimmen verfremdet. Ah ja. Du hast alle Stimmen gesprochen? Nein. Nein, ich habe sie verfremdet. Ich habe gar nicht gesprochen. Wir hatten zwei Sprecher. Aber die Stimmen waren alle verfremdet. Es gab eine Erzählstimme auch noch, die war nicht halbwegs neutral. Aber dann einfach diese, wir haben einfach Klang rein als Kontext gemacht. Gell? Ja. So zu. Und wie findest du die Entwicklung des quasi durchgehenden Streamings, also dass ich quasi, egal was, immer jederzeit verfügbar habe. Für mich ist das Problem ein bisschen darin, dass es quasi keine zeitliche Dramaturgie mehr gibt. Unabhängig davon, dass es auch keine Moderation gibt. Ich bin ja immer ein großer Freund von Moderation gewesen. Ich fand auch diese Fernsehansage immer toll, die vor jedem Film irgendwie eine kurze Inhaltsangabe oder ein paar einleitende Worte gesprochen haben. Das finde ich eine sehr tolle Kultur, die verloren gegangen ist. Und wie siehst du die Entwicklung von dem
klassischen Radio, das man nur in dem Moment erlebt, hin zu dem Podcast, den man quasi jederzeit zu jeder Zeit abrufen kann? Ja, für die Musiker ist es natürlich so, die große Demokratisierung. Also ich sage, wenn einer das Interesse hat, sich mit was auseinanderzusetzen, dann findet er das. Ja. Und dann kann er sich wirklich beschäftigen mit. Also du kriegst halt eine Musikgruppe aus der Mitte des afrikanischen Kontinents, die sich mit allen Stilen einfach auseinandergesetzt haben und das verarbeitet haben und das einfließen lassen und das weiß ich. Das ist natürlich auch die On-Demand, das ist YouTube, das ist die Musik in YouTube, das ist der Fortschritt von On-Demand, dass man eigentlich wirklich diese Riesenbibliothek, dass die greifbar ist. Und ich glaube, für das Publikum würde ich das anders sehen. Also für das Publikum, die Minderheit eigentlich, die sich spezifisch auseinandersetzt. Und für die Mehrheit ist es, glaube ich, eher ein Nachteil, weil natürlich zum einen ist extrem viel wertlose, auch musikalische Informationen, das sind schlechte Covers und weiß der Teufel, und es gibt so eine Tendenz zum Mainstream. Wenn du nicht wirklich ganz spezifisch versuchst, dann sitzt du so ein bisschen auf den Mainstream auf und dann entwickelt man auch nicht den Höranspruch, den Wunsch eigentlich, an eine Hörkultur zu partizipieren, der kommt gar nicht auf. Ich habe mir mal ein paar Notizen vorher gemacht, irgendwie, was ich beim Internet schwierig finde. Ne? Und eine Sache davon ist auf jeden Fall, es gibt, was habe ich geschrieben? Also es gibt zum Beispiel keinen Bildungsauftrag des Internets. Ja. Das Internet ist quasi einfach nur eine Sammlung, manchmal wie ein Katalog, manchmal wie ein zufälliges Nebeneinander von Dingen, die werden aber nicht gewichtet. Mhm. So. Also es gibt keinen Bildungsauftrag, der verpflichtend ist, und es gibt keine, ich sag mal so, interessanten Persönlichkeiten, die da moderieren. Auf jeden Fall muss man die lange suchen. Mhm. Also viele von diesen Influencern sind ziemliche Knallköppe so und eigentlich auch nur so billige Bezahlspastis der Industrie, die dann irgendwelche Produkte für die dann hochhalten, wofür die Industrie normalerweise viel Geld ausgeben müsste, wenn sie da jetzt irgendwelche Schauspieler oder so nehmen würden. Und also es findet sozusagen keine Ordnung des Internets statt im Sinne einer Moderation oder sowas. So. Ja, aber da bin ich gewissermaßen auch froh drum. Also das ist einfach ein Riesenhaufen von Informationen. Ja. Das finde ich noch nicht mal das Problem. Also aber du hast es gut, weil du hast ja quasi schon eine Ordnung in deinem Kopf. Also du hast eine Hörerfahrung und ein Hörverständnis. Aber ich merke zum Beispiel bei meiner Tochter so, die selber auch total unverständnisvoll ist für ihre Klassenkameraden, die irgendwie sagt, die hören so einen Müll. Und es gibt sozusagen auch noch nicht mal den Anreiz, wir haben was Geheimes für uns entdeckt, was verboten ist oder irgendwie was Schräges oder Ungewöhnliches oder sowas, sondern ich weiß gar nicht genau, vielleicht sind die Interessen dann woanders oder so, aber es fehlt der Berührungspunkt damit, der das vermittelt. Also im Grunde kann man ja über Spotify oder über irgendwelche anderen Dienste sofort alles Mögliche finden, aber wenn man nicht weiß, wonach man suchen soll und wenn man dazu keinen Bezug hat, dann ist es, glaube ich, schwierig. Nee, aber das die kulturelle oder die musikalische Bildung, die kulturelle Bildung sehe ich wirklich eigentlich in der Schule, gell? Ja. Und also das ist so wie für deutsche Literatur oder was weiß ich, also entweder hast du einen Lehrer, der deren Interesse wecken kann, oder dann ist er halt fehl am Platz. Und dass man bei der Musik akzeptiert, dass es Lehrer gibt, die systematisch eigentlich das Interesse, was man eigentlich gegenüber Musik hat, dann zu zerstören, ne? Zu zerstören von ganzen Klassen oder so.
das würde man auf Mathematik wird es zum Teil auch gemacht, aber dort ist es dann auch irgendwann so, dass man sagt, okay, der Lehrer ist nicht mehr tragbar, der bringt zu wenig Leute in die nächste Klasse rein, so vom Niveau her. Oder? Ja. Und bei der Musik ist es nicht der Fall und bei Kunst ist es ja auch nicht der Fall. Ja? Wenn ein Lehrer ist, der wirklich das Interesse weckt an der visuellen Gestaltung, an der visuellen Wahrnehmung, dann ist es toll und wenn es nicht passiert, ist es auch scheißegal. Und das finde ich, das kann man sich nicht leisten. Und das ist das, was jetzt die Dänen wirklich ganz anders machen. Wenn ein Däne zur Schule rauskommt, dann hat er ein gewisses Niveau, ein gewisses Interesse und dann kannst du ihn als einen Veranstaltungsort, wenn du mit einer bestimmten Regelmäßigkeit auch gute Musikerlebnisse bringen kannst, kannst du ihn auch abholen. Und dann kann man das weiterbauen. Und hier kommen die Schüler aus den Schulen raus und da ist eigentlich gar nichts, auf was man bauen könnte. Dann hast du ja nur die paar wenigen, die sowieso einfach, die ganz genau wissen, sie interessieren sich für Musik, aber die finden sich auch im Internet zurecht. Ja, klar. Das geht dann auch, ich habe jetzt auch eine Tochter, die hat auch erstmal schlechte Covers gehört und dann hat sie irgendwann gemerkt, da gibt es ein besseres Original. Es dauert dann unter Umständen, oder bis sie auch zuordnen kann und die Zeiten. Aber wenn jemand sowieso das Interesse hat, dann findet er den Weg auch. Ne? Die kleine Minderheit, die findet das sowieso. Aber das andere ist halt tragisch. Also wenn es nicht gelingt, dass man beim Publikum, man muss Veranstaltungsangebote fördern, um das Niveau vom Publikum aufzubauen. Und wenn das Niveau vom Publikum da ist, dann hat diese armselige Szene von Musikern, die zeitgemäß ist, auch eine Überlebenschance. Dann ist es so, weißt du, wie ich meine? Also, ja. Das finde ich, ist total grotesk, dass das nicht selbstverständlich ist. Ich habe in Bursch, da gibt es, ich weiß nicht, ob es das jetzt noch gibt, aber es gab so ein wichtiges Zentrum für elektroakustische Musik da. Und der, ich glaube, Franz war so und so, der das da geleitet hat oder immer noch tut, der ist schon so um die 80, der hat damals um 1980 herum einen Synthesizer für Kinder entwickelt. Und zwar, also ein Synthesizer für elektroakustische Musik, gar kein Keyboard dran, waren sowas wie so ein Autoradio-Kassettenteil drin. Da konnte man sowohl aufnehmen als auch Sachen abspielen, eingebautes Echo-Gerät, aber auch so ein Joystick, mit dem man Ringmodulation einstellen konnte. Man konnte ein unglaublich schräges Zeug produzieren mit diesen Dingern. Es waren eigentlich so Kästen ohne Keyboard. Also es ging wirklich nur darum, Sound herzustellen. Und davon hatten die hatten so schöne, so orange, blaue, weiße Farben. Das waren dann so für 10 Kinder oder so. Die waren dann um die 10, 11 Jahre alt. Und dann konnten die an diesen Maschinen rumprobieren. Einige haben natürlich nur so gemacht, ja, irgendwie so gedreht. Und einige fingen dann irgendwann an zuzuhören und musikalischer zu werden. Aber ich finde, das ist eigentlich ein genialer Ansatz. Für Kids ist sowas extrem toll, gell? Ja, das wird einfach eine geniale Idee zu sagen, okay, wenn wir später gute Musiker haben wollen in der Richtung, dann müssen wir schon bei 10-Jährigen. Ist ja auch extrem billig eigentlich. Und die Kids freuen sich über sowas auf jeden Fall. Die Eltern würden ihnen sowas niemals schenken, weil sie dann sagen, der belästigt jetzt meine Kreise. Meine Hörmuschel. Ja. Aber meine Eltern haben das so gemacht. Ich hatte das ist so schlimm, wie wenn du einem Kind eine Geige, eine kleine Geige. Ich wollte gerade sagen, ich muss die Hölle gewesen sein, weil ich habe ja mit 11 diesen Kork bekommen und eigentlich sollte ich eine etwas bessere Orgel bekommen, weil ich ziemlich schnell Fortschritte gemacht hatte daran. Und dann habe ich aber diesen Synthi bekommen, wusste gar nicht genau, was das ist. Ich dachte, das sei auch so ein Ding, bei dem man so Presets hat mit lustigen Sounds und dann habe ich herausgefunden, dass es unendlich viele Möglichkeiten hat. Und als ich das rausgefunden habe, bin ich fast durchgedreht vor Begeisterung. Ja, ich war so 2 Wochen lang wie auf so einem, also ich war quasi high für 2 Wochen lang. Ich habe auch alle vollgelabert, die wussten natürlich gar nicht, wovon ich rede. Und für mich war das so, ich fand für eine bestimmte Zeit
jegliche Musik gut, die mit Synthesizern gemacht wurde, weil ich so geflasht war von diesem Instrument. Mhm. Und natürlich die ersten anderthalb Jahre oder das erste Jahr habe ich den schlimmsten Nervkram produziert, den man sich vorstellen kann. Mhm. Die ganze Zeit immer rauf und runter, immer so. Und dann irgendwann denkt man so, okay, was sind eigentlich die Zwischenwerte? Ja. Und dann irgendwann wollte ich wissen, wie funktioniert das eigentlich genau? Weil er hat auch so ein Patchfeld rechts, also das ist ein bisschen komplizierter dann. Und dann habe ich angefangen, mir Literatur zu kaufen, aber ich habe mir das alles selbst angelesen und beigebracht. Es war jetzt auch nicht so, dass ich irgendwie, ich war jetzt nicht in einer unmusikalischen Familie, also im Gegenteil, aber ich komme nicht aus einer Künstlerfamilie oder so. Ich habe mir das einfach alles nur, bloß die haben mich total in Ruhe gelassen. Ich habe mir das alles selbst beigebracht. Mhm. Ja, also einfach so langsam da rein. Aber man fängt eben erstmal an, erstmal nur so die Extreme einzustellen und rumzuquieken da. Und mit einer Geige wahrscheinlich dasselbe, tschick, 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 tschick. Und dann irgendwann probiert man dann so mal einzelne feine Sachen aus. Ich hatte einen Freund, der wollte von 6 an einen Kontrabass. So wirklich. Und er hat mit. Und wie spielt man das dann? Mit so Armverlängerung. Ja, das hat irgendwie 8 Jahre gedauert, bis ihm sein Vater einen gekauft hat. Boah, eine harte Durststrecke. Ja, und dann hat er den ein paar Monate gehabt und dann hat sein Vater begonnen, ihm ein Haus zu bauen im Garten, dass er auszieht aus der. Und dann im Garten aus dem Haus spielt. Er hat sein eigenes kleines Haus gehabt im Garten und hat dann da gelebt. Weil sie es nicht ausgehalten haben. Ah ja. Und der ist phänomenal geworden, der ist richtig. Also siehst du, was das bewirken kann. Wenn man schön in so ein Gartenhäuschen, so einen Verschlag gesteckt wird. Ja. Ja, meine Eltern waren ja beide berufstätig. Ich hab den ganzen Tag rumgenervt, aber ich habe irgendwann, noch gar nicht so lange her, den Obermieter getroffen und der hat gesagt, ich hatte mehrere Momente, wo ich runterkommen wollte und dich erwürgen. Weil ich halt ja sehr früh Musik gemacht habe und ich habe da rumgeschrien und alles. Es gibt ja auch davon diese ganzen Aufnahmen. Wann hast du überhaupt mit Konzerten begonnen? Mit 13, 14 so. Da haben wir gespielt. Was war das für ein Jahr? 83. Ja. Ja. Da waren wir Vorgruppe von einer Band namens Rüdiger hat ein Messer. Und dann der Sänger hieß Bohne und das war aber eigentlich mehr so ein Popper. Und da hatten wir noch so, Witze gemacht, über den wir meinen, wenn ihr frech werdet, dürft ihr nicht spielen. Und dann haben wir, also als Vorgruppe haben wir gespielt, aber wir waren an dem Abend die Sieger. Ja, das war das erste Konzert, da haben wir so 3 Zugaben gespielt. Ach so, was lustig ist, ich wollte auch immer Schlagzeug spielen. Meine Eltern meinten aber, nee, du musst ein Melodieinstrument spielen und so. Und dann habe ich mir einfach ein Schlagzeug selber gebaut aus so Blecheimern. Und ich habe mir so ein Tablett genommen, da habe ich dann so Pfennige draufgepackt. Das klang ziemlich gut als Heil. Und dann so Blechdinger. Bei einigen habe ich auch versprochen, dass ich ganz vorsichtig spiele. Die waren natürlich total kaputt dann. Und dann habe ich die ausgestopft mit Kissen, damit die irgendwie trockener klingen. Und darauf habe ich immer so rumgeballert. Und das war unser Eimerschlagzeug. Das haben wir auch beim ersten Auftritt dann so benutzt. Genau. Und dann haben wir ein Dosophon gebaut. Das waren so verschiedene Bonbondosen, die unterschiedlich klangen. Also klang so ein bisschen wie so eine Marimba. Aber blecherner und so. Wir haben uns die Dinger immer selber gebaut. Und damit haben wir halt total rumgebrettert, immer im Wohnzimmer. Aber meistens, wenn meine Eltern nicht da waren. Und der Obermieter, der ist fast wahnsinnig geworden. Mein Vater hat dann mit dem verabredet, dass ich bis 7 Uhr Musik machen darf. Und wenn es so 7:10 war, dann hat er angerufen. Okay. Es ist schon wieder laut. Ja. Also die 2001 Aufnahme da von dir, da hast du jedenfalls die Band schön zusammen. Wie habe ich das? War das kein Solokonzert? Doch, doch. Ach so. Da hast du schön Schlagzeug und Bass und. Ja, alles. Das habe ich dann. Genau, das habe ich alles so. Ich habe ja immer in Duos gespielt früher. Ja. Wir waren immer zu zweit. Also meine erste Band hieß Universalanschluss. Die zweite hieß die Egozentrischen 2. Damit waren wir auch richtig mit Zickzack und Alfred Hilsberg so unterwegs. Der hat uns immer in diese. Der wollte auch die Punks ärgern mit uns. Also der hat uns immer so in diese Punk-Konzertabende oder so New Wave-Dinger da so eingebaut. Und das Publikum war auch immer sehr gespalten. Also es gab auch echt viele Buhrufe
Was auch echt, also das würde man heute nicht mehr machen, aber wir waren ja so 14, 15 und total so scheiße und so. Also Flaschen haben sie nicht geworfen, aber das war so in der Markthalle dann auch. Genau. Und dann, aber der hat uns sehr geholfen, immer wieder so mit einzelnen Auftritten. Ich habe ihn immer extrem geschätzt. Er hat auch ganz verschiedene Projekte eigentlich angeschleppt. So. Ja. Und das habe ich immer extrem geschätzt. Ja, ja. Auch einfach, weil es immer, egal wie wir das es war, war es immer extrem musikalisch. Aber ich meine, die Länder, die du ganz so ungefähr vor 35 Minuten aufgezählt hast, das sind die Länder, mit denen ich mein Geld verdient habe immer. Ja. Also ich habe nicht, also mit Deutschland hätte ich mein Geld nicht verdienen können. Ja, aber ich bin überzeugt, in Polen kannst du dein Geld verdienen. In Polen, ja. Also auch meine Kumpels, die da in Warschau sind, die können alle von der Musik leben tatsächlich. Ja. Und ganz einfach, weil das Niveau vom Publikum so groß ist, dass die verlässlich zu einem Konzert von dir kommen und dann hast du 150 Leute oder 200 Leute, die Eintritt bezahlen und dann bist du besser bezahlt als in Deutschland. Ja, aber die hören sich vor allen Dingen auch sehr gern jegliche Form von improvisierten Sachen an. Also alles, was auch in ziemlich abstrakte Richtung geht. Das meine ich, wenn das Niveau ist einfach, weil die diese Jazz-Vergangenheit haben. Und das Niveau beim Publikum da ist, dann hat das Musikschaffen keine Probleme. Also das habe ich ja mal gesagt. Hamburg, schöne Stadt, aber falsche Leute. Einmal alle raus, alles leerfegen und dann... Nein, aber denen zeigen ja, wie es geht. Die zeigen, wie es funktioniert. Schau nach Dänemark. Ja. Wir müssen die Dänen hier reinholen. Es muss die musikalische Bildung, die muss funktionieren in der Schule. Die muss Interesse wecken. Und also da muss mindestens, es ist ja auch erstaunlich, eine deutsche Band ist instrumental ganz toll. Beginnt der erste zu singen, ist es normalerweise vorbei. Ja. Und in Dänemark ist ja umgekehrt eigentlich. Da kommen die meisten, die nach der Schule haben eine Beziehung zur Gesangskultur. Also müssen wir uns die dänischen Sängerinnen und Sänger hier herholen. Weißt du? Nein, wir brauchen das eine Schule. Brauchen eine interessante, ganz neue Bewegung, so, dass es so in ist, dass man so dänisch singt hier. Man braucht in der Schule als erstes Musiklehrer, die begeistern können. Ja, das kannst du total vergessen. Ich habe übrigens versucht, meinen alten Musiklehrer, ich wollte den wirklich anrufen und ihm nochmal sagen, was für ein super scheiß Kerl das ist. Ja. Und ich wollte ihm auch sagen, dass ich jetzt also von meiner Musik lebe und das wollte ich ihm nochmal richtig reindrücken. Mhm. Aber ich glaube, er ist schon tot. Das ist leider. Mhm. Der hieß Herr Hansen. Ja. Mhm. Das war eine Null. Unfassbar. Mhm. Also da kam ich sogar selber noch mit guten Ideen an und so. Ich weiß, ich habe einmal einen Vortrag gehalten über Sampling, das war ganz neu. Da habe ich so verschiedene Sachen vorgespielt, Art of Noise, so Holger Hiller und solche Sachen. Und der hat das mittendrin ausgemacht und meinte so, das reicht jetzt wirklich. So dass dann sogar meine Schulkameraden, die waren jetzt auch echt alle nicht auf dem Experimental-Erkundungsniveau oder sonst was, also die waren eigentlich, haben meine Sachen auch nicht verstanden, die sind hinterher zu mir gekommen und haben mir noch Fragen gestellt, weil sie sagten, ja, der hat das ja vorher abgebrochen, aber ich wollte nochmal das fragen, das und das fragen. Hm. Ach, das war so eine Null, dieser Typ. Nein, was mich super interessiert bei dir ist, was ist denn mit Mitch? Mit welchem von denen? Es gibt ja 11 oder 9. Mitch und Mitch. Das war Matt so. Mitch oder Mitch the Kid? Nein, Mitch und Mitch. Mitch mit den Mitch. Beiden. Und dieses Projekt eigentlich. Ja. So. Ich würde sehr gerne mit denen nochmal eine Platte machen, aber das brauchte immer, die haben damals Geld organisiert, und zwar aus Polen, vom quasi polnischen Goethe, Adam Mickiewicz-Institut, also polnischer Goethe. Haben sie Geld besorgt für eine Plattenproduktion und für ein paar Auftritte. Und dann haben die mich eingeladen und wir haben die Platte aufgenommen in einem Blindenheim. Also das war ein tolles Studio da drin, aber da liefen die ganze Zeit immer so diese Leute mit diesen Stöckchen da rum. Und dann sind wir da so dazwischen so slalommäßig ins Studio rein. Der Betreiber des Studios war auch blind. Okay. Ganz tolles Studio, wirklich super toll. Da haben wir dann diese Skizzen, die wir vorher entwickelt hatten, in einer Wahnsinnsgeschwindigkeit. Ich glaube, in 10 Tagen haben wir die ganze Platte eingespielt und komponiert. Also das war nicht so, dass wir die Stücke fertig hatten, sondern wir haben... Und bei denen, die sind aber so musikalisch alle, dass jeder
jedes Instrument spielt. Hm. Also so dann irgendwie so, ah, okay, nee, dann gut, dann spiele ich das. Nee, okay, kannst du mir was? Naja, gut, dann gehe ich an Schlagzeug. Und also, das kenne ich, wie du richtig sagst, ich kannte das von hier einfach nicht. Hm. Hier war das immer so, ich war immer der beste Spieler. Und dann kam ich da an und da war ich der schlechteste Spieler eigentlich. Also so, und ich weiß, wie man komponiert und ich hatte Vorstellungen von den Stücken. Aber die Spieler, die waren einfach phänomenal. Absolut. Deswegen haben wir das auch, das war auch so richtig so wie Tischtennis spielen. Also so, okay, mach ich das, okay, mach mal, okay, dann bleib du mal dabei. Und dann ging das so, können wir aufnehmen? Okay, zack. So, und in so kurzer Zeit, das so durchgehauen. Und das ist eine Platte, die ist jetzt 7 Jahre alt und ich habe die neulich wieder gehört und dachte irgendwie nur so, boah, das hatte wirklich so eine Energie. Also wie wir das entwickelt haben auch. Die Platte klingt auch toll, mit Tobias Levin aufgenommen. Also ich mit einigen von den Leuten arbeite ich jetzt zusammen. Der eine zum Beispiel, Hubert, das ist dieses Duo mit Zell. Und ich habe auch komponiert für ein anderes Duo, von denen auch der eine da bei Mitchell mitspielt. Der kommt aus der neuen Musik. So ein Vibraphonspieler. Für den habe ich auch ein paar Stücke komponiert und mit dem zusammen auch und so. Also mit der Big Band würde ich sehr gerne wieder was aufnehmen. Aber da müssen wir hier ein bisschen Geld auftreiben. Irgendwoher. Ja, das ist auch Musikstadt Hamburg. Wenn Polen da finanziert, dass du da mit dem dass du da ein richtig spannendes Projekt irgendwie vorstellen kannst. Ja. Ja.